So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind wieder hier mit dem Bier-Adventskalender und dem Anisheim-Kalender und damit fangen wir jetzt auch an. Heute ist, glaube ich, der... ein 21. Ich blicke schon selber überhaupt gar nicht mehr durch. Wir machen einfach mal die 21 auf. Wenn es falsch war, dann ist es halt falsch. Keine Ahnung. Wir öffnen das 21. Türchen und bald müssten auch die Fische wieder drankommen. Ja, die Fische sind da. Ihr wisst, was das heißt. Heute gibt's nichts von Adi. Guck, Adi, Fische. Bäh. Fisch. Bäh. Daumen. Fisch. Fisch? Ah, Mann! Ich tu das mal hier in dein, ins Waschbecken wieder rein. Da kannst du dich später noch drum kümmern. Jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Was ist das überhaupt? Die Fische sind Cup Snacks Lachs mit Minze. Okay. Ihr kennt ja die Fleischtrüffel wild. Da gibt's Proteinbites, Ente, Kibbelsfisch, Kibbelsgeflügel, aber das sind Cupsnacks, Lachs mit Minze. Und die mag er irgendwie überhaupt nicht. Die lässt er jedes Mal, die ignoriert er immer komplett. Wir haben jetzt aber noch den Bier, das Biertürchen mit der 21. Und heute erwarte ich was richtig Krasses, denn es geht dem Ende zu. Ich brauche immer noch ein jugendlich frisches Etikett. Haben wir heute wieder nicht. Guckt euch mal den Deckel an. Beim Deckel denke ich mir, wow, schöner. Was soll das sein? Ich sollte mich nicht ablenken lassen. Ein Bär mit einer Mistgabel? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein weißer Bär auf so einem schönen blauen Hintergrund. Das sieht für mich richtig genial aus. Dazu erwarte ich ein Etikett, was genauso schön kräftig, frisch rüberkommt. Und was haben wir beim Etikett? Erstmal hier hinten das Etikett. Es ist alles zusammengefrotzelt. Es ist schon wieder so richtig altes, pappiges Papier, das ist nicht glänzend, das ist nicht schön weiß und super, das ist schon wieder so richtig gimbelig. Das sieht für mich wieder richtig alt und, keine Ahnung, urbayerischer Biergenuss seit 1616, Wildbräu, helles, Grafing VM, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Adi fängt schon wieder an, das Handtuch zu essen, weil die Fische sind ja nix. Flasche sieht auch schon mal komisch aus. Etikett, sehr liebevoll aufgebracht. Deckel finde ich krass. Hätte ich mir gewünscht, dass das ja auch in so einem schönen, kräftigen Weiß, so ein edles Weiß, wie der Bär hier ist, das Etikett hier ist, ist es leider nicht. Ist leider alt und gimblig und total pappig. Und dieses schöne, kräftige Blau, auch hier das Blau. Dann wäre das richtig genial. Aber sie versauen es wieder, indem sie es wieder so, ja, das haben wir irgendwo gefunden im Mittelalter, ne? Da hat man auch kein richtiges Papier. Sieht halt so notbedürftig aus. Kriegt von mir leider auch nur 2 von 5 Punkten. Dieses alte, schäbige Papier, das macht alles zum Minner, ich sag's euch. Deckel ist ganz cool. Warum haben sie da nicht weitergemacht? Oder warum machen sie den Deckel da nicht auch schäbig, ne? Jedes Mal wird man getäuscht. So, das war nix. Trotzdem ist es jetzt hochgeschaukelt. Wir werden nochmal einschenken, mal gucken. Wildbräu Helles, wie das jetzt mundet, wie das schmeckt, beziehungsweise erstmal wie das aussieht natürlich. Guckt euch das Wildbräu an. Diesmal muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder den ganzen Schaumraum rausschmeiß. Machen wir halt so ein bisschen, ne? Hören schon mal auf, setzen es ab, gucken sie uns an. Oh mein Gott.
Es sprudelt und zirkuliert auf jeden Fall richtig heftig. Da ist massenhaft Kohlensäure drin. Es hat auf jeden Fall eine klare Note. Es ist natürlich hell, das heißt ja auch helles. Es ist mega viel Kohlensäure, wie gesagt. Man kann schön durchgucken, es ist nicht trüb. Das gefällt mir eigentlich. Wenn es jetzt ein bisschen kräftiger von der Farbe her wäre, würde ich ihm vielleicht sogar 5 Punkte geben. So geben wir trotzdem einfach mal 4 Punkte. Wir sind großzügig. Trotzdem 4 Punkte für die Farbe. Etwas dunkler, kräftiger wären 5 gewesen. Schaum. Ich weiß nicht, wie man Schaum überhaupt bewerten soll. Dann riechen wir mal. Riechen durch gar nichts, weder süßlich noch säuerlich noch irgendwas. Also, wie haben wir das gemacht? Wenn man nichts riecht, gibt man dann 1 Punkt, weil es keinen Geruch hat? Oder gibt man 3 Punkte, weil es weder gut noch schlecht riecht? Ich glaube, wir haben immer die Mitte dann genommen. 3 Punkte für Geruch, obwohl ich gar keinen Geruch habe. Das ist wie. Das wäre genauso wie wenn du eine Flasche rausnimmst und da ist gar kein Etikett drauf und du sagst 3 Punkte fürs Etikett. Obwohl es gar keins hat, aber dadurch hat es weder ein gutes noch ein schlechtes. Also nimmst du den Mittelwert. Nee, dann machen wir 3 Punkte für den Geruch. Und jetzt kommt es natürlich noch auf den Geschmack an. Es ist mir aber immer noch zu viel Schaum. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Umdrehungen das hat. Hä? Ich finde auch nichts, oder? Wo steht denn das? Mindestens haltbar, Lagerung, Dings, ach hier, 5. 5,0, das sind so viele komische Zeichen hinten drauf. Das ist schon sehr verwirrend angelegt. Wir probieren jetzt mal. Also vom Schaum ist mir bisher noch nicht schlecht geworden. Da habe ich schon anderen Schaum gekostet. No homo. Das war auf jeden Fall richtig widerlich. Ja gut, ist jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Beim Trinken, es ist immer wieder das Gleiche. Beim Trinken habt ihr wieder, es ist wenig auffällig beim Trinken. Das heißt, ihr könnt es eigentlich gut trinken, weil es irgendwie wässrig rüberkommt. Hat keine starke Note beim Trinken, die sich breit macht. Beim Absetzen kommt dann nochmal eine leicht wässrige, bittere Note hinterher. Aber alles so, weiß ich nicht, alles so unscheinbar und so, es plätschert alles vor sich hin. Im ersten Eindruck hätte ich jetzt gleich gesagt 2 von 5 Punkten, weil das, weiß ich nicht, das ist wirklich, also das spricht mich wirklich wenig an, aber wir können nochmal kurz probieren. Es bleibt die ganze Zeit eigentlich gleich beim Trinken und Absetzen. Es ist genau das gleiche Feeling, genau der gleiche Geschmack. Sonst verändert sich das ja, dass der Nachgeschmack nochmal ganz anders ist als das Trinkerlebnis. Aber ich weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt. 1 wäre zu wenig. Andere Sachen kann man schlechter trinken. 3 wäre so das Mittelmaß. Das finde ich ein bisschen drunter. Also 2 von 5 Punkten für den Geschmack. Das war es eigentlich auch von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Trinken das jetzt noch aus und müssen gleich schon wieder in den nächsten Stream starten. So müde, aber egal. Das machen wir schon. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah.